Die wohl bekannteste Krimireihe Deutschlands hält Einzug bei der Bundeswehr. Tatortkommissarin Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler ermittelt im Umfeld der Luftwaffe. Ungewöhnlich für alle Beteiligten. Die Welt des Films trifft auf die des Militärs. Aber so schwierig ist die Zusammenarbeit dann doch nicht. Also soweit ehrlich gesagt überraschend, bezaubernd. Wirklich wahnsinnig, alle extrem entgegenkommend, geduldig mit so einem chaotischen Filmteam, was ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Also soweit ehrlich gesagt und sehr spannend. Ich war noch nie bei so in der Nähe von solchen riesen Hubschraubern. Neben den Dreharbeiten auf dem Berliner Flughafen Tegel will die Hauptdarstellerin die Hubschrauber der Flugbereitschaft kennenlernen. Martin Zinke erklärt alle Details und freut sich, hautnah bei den Dreharbeiten dabei sein zu können. Sie hat schon detaillierter gefragt, sie hat nachgefragt, also ich habe was erklärt. Normalerweise ist bei den meisten Gästen das Interesse dann weg, weil sie es eh nicht verstehen, aber sie fragt nach, das ist doch ganz nett. Ich bin wirklich Tatort-Fan und freue mich, dass ich doch hier ein bisschen mit zuschauen kann. Probe mit dem Regisseur. Hauptgefreiter David Siegmund spielt sich als Schichtleiter in der Küche selber. Ja, ich komm schon. Darfst du ein bisschen mehr Gas geben? Hey, was ist denn jetzt? Weil ja. Wir müssen eine Strecke überbrücken. Du bist ein Stück weit weg. Okay. Also musst mehr stimmen. Eigentlich einfach. Aber wenn es dann mit den Tatort-Stars vor der Kamera geht, kommt doch die Aufregung. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also mir zittern immer noch ein bisschen die Knie, obwohl ich ja nur einen Satz sage. Und ist alles ganz aufregend und ja, meine Oma freut sich schon auf die Ausstrahlung. Dann wird es ernst. Gemeinsam mit den Profis muss die Szene in den Kasten. Jetzt heißt es, konzentrieren und abwarten, bis der Einsatz kommt. Was ist denn jetzt? Geschafft. Nicht nur für den Hauptgefreiten ist es eine aufregende Zeit. Auch für die Filmcrew ist der Dreh bei der Luftwaffe etwas Besonderes. Was man als Laie vergessen muss, ist die Entspanntheit der Leute. Also ich glaube, als Laie denkt man immer noch, dass dieses preußische Getue, also dieses Grüßen und Hacken zusammenschlagen, Kopfbedeckung, dass das den Soldaten heute ausmacht. Das ist überhaupt nicht so. Also wir waren ja jetzt in Wunstorf bei dem in der Simulationsanlage zum Beispiel. Entspannte Leute, die so glühen und so begeistert sind mit ihrer Arbeit. Also es hat uns schwer beeindruckt. 3 Tage Ausnahmezustand auf dem militärischen Teil in Tegel. Der Tatort Spielverderber wird noch an 3 weiteren Luftwaffenstandorten im In- und Ausland gedreht.